einige Gedanken zu Geistesschulung, zu einer buddhistischen Perspektive auf Wachstum, auf Befreiung, Läuterung. Der Buddha, wenn er von dem spricht, was wir Meditation nennen, braucht er ein Wort, das heißt Bhavana. Dieses Wort heißt wörtlich übersetzt Kultur, Entfaltung, Ausbildung, Entwicklung. Das ist die wörtliche Übersetzung. Aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind, ist das irgendwo in europäischen Sprachen mit dem christlichen Begriff Meditation übersetzt worden. Ich habe das nie ganz verstanden. Begriff Meditation kommt aus der benediktinischen Tradition. Dort ist die Meditatio ist das, der zweite Schritt eines Prozesses, der mit einer Lectio beginnt, einer Lesung. Dann die Meditatio wäre das begriffliche Reflektieren dieser Lesung. Und schließlich, wenn alles gut geht, führt das dann über in eine Contemplatio, in eine nicht mehr begriffliche Vertiefung des Reflektierten. Und aus eigentümlichen Gründen ist eine buddhistische Form von Geistesschulung, die sich sehr stark bemüht, nicht begrifflich zu sein, mit einem Wort übersetzt worden, das für begriffliche Reflexion steht. Dieser Prozess ist so erfolgreich, dass viele Christen das Wort Meditatio oder Meditation mittlerweile im buddhistischen Sinne verwenden, wenn ihr die zahlreichen christlichen Publikationen zur Meditation zur Kenntnis nehmt. Lass mich zurückgehen auf das Wort, das der Buddha gebraucht hat, dieses Bhavana, weil da macht er eine interessante Unterteilung. Er sagt, es gibt verschiedene Formen davon. Die erste, er nennt sie Kaya Bhavana, das ist die Entwicklung des Körpers. Kaya ist nicht nur Körper, Kaya kann ganz viel heißen. Es ist ein sehr weiter Begriff. Meistens kriegt dieses Wort seine Präzision durch den zweiten Teil eines Komposites, eines zusammengesetzten Wortes, wovon Kaya ein Teil ist. Kaya Bhavana bedeutet, dass ich den Umgang mit meinem Körper lerne, dass ich den Umgang mit anderen Körpern lerne und dass ich letztlich einen Umgang lerne, indem ich mich entfalte mit der gesamten physischen Umwelt. Das ist, glaube ich, nicht ganz ohne schmerzliche Relevanz für eine Welt, von der wir heute wissen, es ist, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann geht es nicht mehr allzu lange weiter. Ich denke, dieser Aspekt von die Klärung unseres Verhältnisses zur physischen Umwelt ist vielleicht dringender denn je. Die zweite Form von Bhavana, Buddha nennt sie Sila Bhavana, betrifft unsere Ethik, betrifft unseren Umgang mit anderen. So ist der Beziehungsaspekt gemeint. Es ist, wenn ihr so wollt, die Entwicklung oder die Entfaltung oder die Kultur in der Ausbildung von sozialen Beziehungen. Es ist unser Verhältnis zur sozialen Umwelt. Die dritte Form von Bhavana, da kommen wir dann langsam in die Meditation, wie wir sie landläufig verstehen. Die dritte Form von Bhavana heißt Citta Bhavana. Ein Begriff, zu dem ich mehr sagen möchte heute Abend. Citta Bhavana hier ist die Geistesstillung. Es ist in erster Linie die Läuterung des Geistes, die Kultur des Geistes in seinem Gang in die Stille. Das heißt, der Umgang mit diskursiven Prozessen, den wir als Hindernis kennen, und oft genug hinter diesen diskursiven Prozessen stehen Emotionen. Emotionale Gewohnheit, aber auch verleugnete Emotionen, all das gilt es zu stillen. Das ist die Aufgabe von Kultur im Sinne von Citta Bhavana, dass wir lernen, wie wir dieses Citta runtermodulieren können, wie es uns gelingt, zu entschleunigen, zu entspannen, ruhiger zu werden, klarer zu werden, tiefer zu werden, zu entkrampfen, zu entstressen. All das, das gehört zu Citta Bhavana, wie wir diesen Geist sammeln lernen. Dann ist es eine komische Sache mit diesem Sammenlernen, weil ich kann meinen Geist nicht sammeln. Einfach so. Das Transitive dieses Verbes ist sehr suspekt.
wenn ich ein paar Dinge tue, dann sind meine Chancen größer, dass mein Geist sich sammelt. Der macht das nämlich gerne und er weiß, wie das geht. Wenn ich da versuche, allzu arg reinzupuschen, dann nimmt er mir das übel und er lässt mich wissen, indem er die Sammlung verliert oder gar nicht erst entwickelt, dass er das nicht mag. Ja? Also Sammlung ist nicht etwas, das sich so wie Anstrengung durch eine direkte Willensanwendung gewinnen lässt. Der Versuch, sich zu konzentrieren, ja, so wie ich das gelegentlich beschreibe, so brachial, muskulär, schwitzend, den Geist zusammen zu räumen quasi und ihn irgendwo auf ein Objekt zu packen und ihn möglichst dort festzuschmieden. Dieser Versuch ist anstrengend und schmerzlich und oft erstaunlich wenig erfolgreich. Ja. Man kann das schon, das hilft auch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist die Sorte von Sammlung, von der der Buddha große Lobesworte spricht, die Sorte von Sammlung ist etwas, was ich nicht wirklich tun kann. Ich kann Voraussetzungen schaffen, ich kann den Geist quasi anleiten, aber der Geist kann nicht einfach willentlich gesammelt werden. Ich kann meine Aufmerksamkeit lenken, ich kann sie versuchen, kontinuierlich bei was zu behalten, aber ich kann diesen Geist nicht wirklich in die Sammlung zwingen. Das ist interessant, ja, weil das lässt uns in einer paradoxen Situation. Wenn wir nichts tun, dann brechen sich einfach unsere Gewohnheiten Bahn. Wir träumen und planen, erinnern und nehmen vorweg, wir analysieren, wir interpretieren um, wir zerren Emotionen aus dem Gepäck heraus. Es macht uns nicht still. Wenn wir mit Willen an die Sache herangehen, dann können wir den Geist auch nicht sammeln. Ajahn Chah macht das Beispiel sehr klar. Er sagt, Wachstum ist nicht wirklich etwas, was du tun kannst. Wenn du eine Pflanze pflanzt, dann sorgst du dafür, dass du sie gießt. Du hältst die Schnecken von ihr fern, du lockerst das Erdreich, du siehst zu, dass sie genug, aber nicht zu viel Sonne kriegt. Und dann wartest du und es wächst. Und am Anfang siehst du noch nichts. Du gießt trotzdem, lockerst die Erde trotzdem, hältst die Schnecken trotzdem fern. Und du musst warten, dass es keimt, dass es sprießt, dass es die ersten Blätter zeigt. Und dann gehst du nicht ran und zupfst da dran in der Hoffnung, es würde irgendwie schneller gehen. Ja. Sondern du gießt, du düngst vielleicht, du beschützt, du lockerst Erde. Aber bestimmte Prozesse, die wollen nicht, dass man reinguckt oder die gehen kaputt, wenn man reinguckt. Es gibt bestimmte Dinge in unserem Leben, die bedürfen der Intimität, der Vertraulichkeit, die bedürfen sogar des Geheimnisses. Es ist bestimmte Dinge, da geht man nicht rein und fummelt und sieht, ob es richtig kommt. Ja. So sehr man das vielleicht möchte, man weiß, man stört, durch diesen Eingriff stört man. Und so ist es auch mit dem Geist. Ja. Sein Geist ist ein delikates Ding. Er braucht Führung, er braucht Lenkung, er braucht Koordinaten. Aber zugleich ist er schreckhaft. Wenn man ihn allzu sehr anblafft, dann schmollt er oder ist verscheucht oder lässt sich auf jeden Fall nicht zur Sammlung herbei, sondern geht irgendwo ganz weit weg und will nichts spüren oder meckert, wehrt sich, schläft ein, ja, der hat viele Techniken, beginnt sich zu plötzlich fixieren an obsessiven Sachen. Ihr sitzt da, arbeitet in eurer ersten Jhana rum und plötzlich beginnt ihr so Kasperle Kinderlieder zu trällern oder so in eurem Kopf, die ihr nie gemocht habt, selbst als ihr klein wart. Und ihr, umso weniger jetzt, 40 Jahre später. Oder so. Und etwas in euch obsessiv beginnt, mit dieser Sache zu spielen. Ja, der Geist kann eine ganze Menge solcher Tricks. Also Citta Bhavana ist eine Kunst. Ist ein Handwerk und eine Kunst. Lernen, wie wir den Geist, wo immer er ist, egal wie unruhig, fragmentiert, hysterisch, unwillig, egal wie er ist, dass wir ihn von dort abholen können und vitalisieren, in die Stille führen können, dass wir ihn an die Quelle führen, wo seine Kraft sprudelt.
Die nächste, letzte Form von Bhavana, die nennt sich Panya Bhavana, das ist die Entfaltung von Weisheit. Das ist, wenn es um Bhavana geht, sicherlich die Praxis von Vipassana, wobei ich glaube, diese Praxis von Vipassana heute überschätzt wird. Ich glaube, wenn ich mich an die Lehrreden halte, dann ist der Begriff Vipassana erstens mal viel seltener, als man vielleicht denkt. Ist nicht wirklich selten. Ich habe ja kürzlich nachgeschaut. Es waren etwa zwischen 60 und 70 Stellen, wo er auftaucht. Aber fast überall, wo von Vipassana, von Einsicht die Rede ist, ist im selben Atemzug, damit meine ich ungefähr drei Wörter weit weg und nicht mehr, ist der Begriff Samatha zu finden. Einsicht, Weisheit ist mehr als nur, was wir Vipassana nennen. Es ist die Auseinandersetzung mit den drei Daseinsmerkmalen, der Vergänglichkeit, der Bedingtheit und Leidensanfälligkeit und schließlich der Unpersönlichkeit aller Erfahrungen, die wir machen können. Alle bedingte Erfahrung unterliegt diesen Daseinsmerkmalen und wir sind geneigt, den Kopf zu nicken, so als ob wir damit einverstanden wären, aber so weiterzuleben, als ob das überhaupt von keinem Belang sei, dass dem so ist. Das ist das Magische an Menschen. Ja? Sie können so viel wissen und so wenig verstanden haben. Lass mich etwas zu dem Schlüsselbegriff Citta sagen. Der ist wichtig. Er ist wichtig für das Stadium an meditativer Übung. Wir sind langsam kommen in ein Gelände von Citta Vipassana in der Satipatthana-Darlegung. Citta ist hier in Citta Bhavana ein wichtiger Begriff und es ist gut, etwas über diesen Begriff nachzudenken, weil wenn wir so da sitzen und durch unsere Stimmungen durchgehen, durch die verschiedenen Verfassungen unseres Gemütes und inspiriert, übergelangweilt, zu verdrossen, zurück in die Freude und Sammlung und dann wieder die Zerstreutheit und Widerwille und Gleichmut, ja. Wenn ihr lange genug da sitzt, dann seht ihr alle Farben. Was ist der Ort, an dem diese Dinge stattfinden? Was ist das für ein Tierchen? Der Buddha trifft in seiner Zeit auf eine Darlegung, vedische Darlegung, das ist die am meisten verbreitet ist. Und diese vedische Darlegung, die geht davon aus, dass es einen Wesenskern gibt im Menschen. Dieser Wesenskern, der ist glücklich, der ist ewig und der ist zutiefst individuell. Ja. Mit anderen Worten, dieser Wesenskern ist Nietzsche, beständig, das ist das Gegenteil von Anicca, er ist Sukha, das ist das Gegenteil von Dukkha, ja, und er ist Atta, das ist das Gegenteil von Anatta. Ja. Das ist, was der Buddha antrifft. Unter anderem, er trifft auch andere Dinge, aber die Darlegung, die vedische Darlegung, die in den Upanishaden, wovon die ältesten fünf älter sind als die buddhistische Darlegung, bereits einigermaßen ausformuliert sind. Ja, das ist da, wo Indiens Religionen philosophisch und psychologisch werden mit den Upanishaden. Vorher kann man das nicht wirklich sagen, aber etwa 100 Jahre vor der Zeit des Buddha beginnt sich das zu verdichten. Ja, und die upanishadischen Darlegungen formulieren die vedische Tradition um. Kernpunkte drin ist ein Atman. Und dieser Atman, der ist ganz da drin und zugleich ist dieser Atman auch identisch mit einer Weltseele. Ja, das ist eine Individualseele da drin. Die ältesten Darlegungen reden so von einem daumengroßen Ding da drin. Die späteren sind dann nicht mehr so konkretistisch. Und diese Individualseele, die ist, das wird ausgearbeitet nach und nach, identisch mit einer Weltseele, einer kosmischen Seele, die nennt sich Brahman. Und diese Seele, die wird einfach postuliert und diese Seele, die ist heil, die ist intakt, die ist Quell allen Glücks und die ist unsterblich. Nach dem physischen Tod geht diese Seele weiter und die zieht sich dann quasi einen neuen Körper an, so wie man am Morgen ein neues Kleid anzieht. Nun, der Buddha hat ganz vieles von der vedischen Tradition übernommen, sowohl Begriffe als auch
sogar einige der Gottheiten hat er übernommen, hat sie freundlich in sein buddhistisches Pantheon geladen, hat sie in einen Nebenaltar gestellt und gesagt, ja, ihr seid wichtig, aber jetzt wenden wir uns anderen Dingen zu. Er hat sie vorher noch der Vergänglichkeit unterworfen, die vedischen Götter, und ihnen einen quasi so pro forma verehrenswürdigen Raum gegeben, aber in der ganzen Lehrentwicklung oder in der ganzen Geistesschule sind sie von herzlich wenig Belang. Also man hat das Gefühl, er hat das klug übernommen und irgendwo geparkt und ist dann seine Wege gegangen und hat seine Lehre ausformuliert. Und diese Lehre ist sehr, sehr psychologisch. Der Buddha hat nur ganz wenig erfunden, wenn man ihn vor seinen indischen Kontext stellt, und er hat nur ganz wenig verworfen. Etwas, was er rundum verworfen hat, ist die Existenz eines solchen Atman. Eines Atman, und das ist mir wichtig zu sagen, im vedischen Sinne. Ja. Wenn wir das Wort Atman mit Ich oder mit Selbst übersetzen und dann dem Buddha in die Schuhe schiebe, dass er ein Nicht-Ich gelehrt habe oder ein Nicht-Selbst, und mit Selbst meinen wir, was Psychologen von heute mit Selbst meinen, dann tun wir dem Buddha Unrecht, weil der Buddha hatte nicht einen. Als er sagte, dass dieser Atman nicht zu finden sei in unseren Erlebensaspekten, hatte er nicht ein psychologisches Selbst im Sinn, sondern er hatte ein ontologisches Selbst im Sinn. Ein Selbst, das glücklich ist, permanent, das beständig ist, also nicht der Vergänglichkeit unterliegt, und das keine Bedingungen hat oder Voraussetzungen, und das persönlich ist. Das ist, was er rundweg abgelehnt hat. Und das ist, was er nicht müde wurde, seine Schüler zu ermutigen. Sie sollen überprüfen, ob die Dinge, die ihnen in ihrer Erfahrung zugänglich sind, wirklich Basis bilden würden für ein solches Selbst. Mit anderen Worten, er hat sie immer wieder darauf verwiesen, dass sie die Nichtgegenständlichkeit, die Nichthaltbarkeit eines solchen Atman, einer solchen Seele, herausfinden, und zwar nicht als Glaube, weil sie einfach nett sind und ihm glauben, sondern das Praktizierende in Prüfung ihrer eigenen Erfahrung, in Ergründung ihrer eigenen Erfahrung, eine tiefe Einsicht in die Unpersönlichkeit von Daseinsvorgängen nehmen. Das war mein Anliegen. Ich möchte heute nicht allzu sehr in die vielen Spielarten von Missverständnissen gehen, was diese nicht selbst oder nicht Atman-Darlegung bedeutet und was da alles schief gehen kann. Das muss ein anderes Mal geschehen. Was mich heute interessiert, ist, diesen Begriff Citta etwas näher anzuschauen. Das Citta ist etwas, was der Buddha postuliert als der Ort unseres Erlebens. Das ist der Sitz unseres Erlebens. Der Begriff Citta ist faszinierend. Er ist ganz buchstäblich, es ist eine Metapher für das Herz unseres Erlebens. Wir übersetzen ihn manchmal mit Geist, manchmal mit Herz. Es ist ein Ort unseres Erlebens, in dem Intellekt und Affekt noch nicht geschieden ist, ja, in dem Geist und Herz noch nicht getrennt ist. Dieses Citta ist kein Kern. Dieses Citta ist hochbeweglich. Es ist, man würde heute wahrscheinlich sagen, es ist ein Prozess. Es ist nicht ein Ding, es ist nicht beständig. Dieses Citta gilt als erkenntnisfähig. Das ist eine seiner unverlierbaren Eigenschaften. Dieses Citta ist fähig, Dinge zu verstehen, wenn es sich diesen Dingen in angemessener Weise nähert oder wenn es sich mit ihnen in angemessener Weise abgibt. Dieses Citta ist strahlend. Der Buddha sagt, dieses Citta sei, wenn es getrübt ist, dann ist es von hinzukommenden Trübungen getrübt. In anderen Worten, seine Grundqualität ist eine strahlende, eine luminose Qualität. Das ist das Wort Pavasara. Es leuchtet. Dieses Citta unterliegt Verführungen und Trübungen. Und dennoch ist dieses Citta grundsätzlich glücksfähig. Es ist grundsätzlich erkenntnisfähig. Es ist grundsätzlich handlungs- und verantwortungsfähig. Ja. Es ist dieses Citta, das sich sammeln kann. Es ist dieses Citta, das sich manchmal in einen buchstäblichen Affengeist verwandelt. Das ist ein kanonischer Begriff. Kapi Citta übrigens, der Affengeist. Ja, das
mittlerweile als Monkey Mind in die englische urbane Sprache eingedrungen. Das ist bereits da. Ja. Dieses Citta ist ganz schnell. Der Buddha sagt, es gäbe nichts, was sich so schnell verwandelt wie ein Citta. Dieses Citta wird an einer Stelle in den Lehrreden verglichen mit einem Affen, der sich durch den Wald hangelt und von Ast zu Ast. Ist das eine Frage? Ja, bitte. Kann man das mit unserer Intuition gleichsetzen? Oder ist es anders? Keine solchen Gleichsetzungen möglich. Das Ding ist größer. Ja. Aber Intuitionen würden dort stattfinden. Ja. Citta ist also das Bild des Affen, der sich durch einen Wald hangelt, indem er von Ast zu Ast schwingt. Er greift einen, lässt diesen los, schwingt den nächsten. Habt ihr mal einen wirklichen Affen sich durch den Wald schwingen sehen? Also am schönsten sind so Menschenaffen, ja. Gibbons. Wunderbare Tiere. Großartige Athleten. Sanfte, wirklich faszinierende Tiere. Die können durchaus so 6 Meter Flüge hinlegen, wenn es sein muss. Wenn es denen ein bisschen eilig ist, dann können die ja so Dinge, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man die sieht, wie die einfach in vollem Karacho durch den Wald schießen. Der Buddha sagt, so wie der Affe sich einen Ast greift, sich an diesem Ast weiterschwingt, mit dem Schwung den nächsten Ast greift, in solcher Weise greift sich das Citta Gedanken, es greift sich Bilder, es greift sich Emotionen und schwingt und hangelt sich von einem zum nächsten. Das Bild ist das einer großen Geschwindigkeit, einer Endlosigkeit, weil der Wald ist voller Äste natürlich. Das Bild ist das der Ruhelosigkeit und auch, dass es nicht an ein Ende kommt. Ja. Buddhisten haben einen gewissen Horror vor Endlosigkeit. Samsara ist endlos und Samsara ist sinnlos. Und wenn man das nicht versteht, dann kann man da sehr, sehr lange Zeit drin verweilen. Und alle Dinge, die endlos sind, sind potenziell Dinge, wo man ganz lange drin bleibt, ohne etwas zu merken. Und das Einzige, was hilft, da rauszukommen, ist, wenn man versucht, Perspektive und Klarheit zu gewinnen, was da passiert. Während man drin ist, fühlt es sich sehr so im Schwung und im Fluss an. Und solange wir identifiziert sind, fasziniert oder empört, beides geht, ist gleichermaßen ein guter Motor, dann werden wir diesen Kreislauf weiterdrehen. Dieses Citta also hat keine klare Übersetzung. Es ist nicht Geist im Sinne von Hegelschem Geist. Es ist auch nicht Geist im Sinne von Bergson oder Geist im Sinne von Fer de l'Esprit, wie im Französischen geistreich sein. Oder es ist eine Verlegenheitsübersetzung. Das englische Mind ist sieht nur besser aus deutscher Perspektive, weil uns die Gummigkeit dieses Wortes nicht ganz so vor Augen steht wie Leuten, die muttersprachlich Englisch sind. Es ist ein Wort, das der Buddha, man hat den Eindruck, fast absichtlich nicht sauber ausdefiniert hat in seinen frühen Lehrreden. Ja. Was auffällt ist, wann immer der Buddha von Entwicklung redet, von Läuterung redet, von Sammlung redet, von Loslassen redet, dann braucht er das Wort Citta. Wann immer er versucht, analytisch zu reden, dann braucht er das Wort Bewusstsein, Jnana. Es taucht auf, wenn ihr so die Lehrreden lest, der Abhidhamma hat dann aus einer Passage, in der die alle identisch erklärt werden, Mano, Citta und Vijnana werden an einer Stelle als Synonym erklärt, hat er dann die alle zusammengehauen und versucht, künftig, das ist eine spätere Schicht in der Text, in den Textkorpus von buddhistischer Überlieferung, versucht er das Wort Citta mit Vijnana zu übersetzen, beziehungsweise zu identifizieren. Und unterschlägt dabei, manchmal sind Buddhisten ihre ärgsten Feinde, unterschlägt dabei die Art und Weise, wie der Buddha das Wort braucht in seinen Lehrreden. Nämlich ganz klar als das erlebte Kontinuum meines Erlebens. Manchmal übersetze ich Citta mit Gemüt. Ich glaube, das kommt ihm recht nahe. Das ist der Sitz
wo ich subjektiv das Gefühl habe, mein Erleben findet statt. Ja. In diesem Citta tummeln sich ganz viele Dinge. Es tummeln sich hehre Aspirationen, es tummeln sich ängstliche Befürchtungen, es tummeln sich meine Fähigkeit zur Sammlung und zugleich meine Vergnügungssucht oder meine Zerstreutheit. All das ist da in Anlage drin. Nun, manchmal hat dieser Teil Oberhand und manchmal hat jener Teil Oberhand. In diesem Citta gibt es verschiedene Klimen und je nach Klima habe ich eine bessere Chance, dass dieses Citta still wird. Und das ist der Teil, der uns interessiert. Nun könnt ihr nicht sagen, dieses Citta bin ich, weil das Citta wandelt sich dauernd. Ja, ihr könnt also nicht sagen, das ist eine saubere Basis für mein Ich. Das Citta ist ich. Das geht nicht. Ich ist eine Funktion von Citta. Ich ist etwas passiert, wenn ich mit Inhalten, die in diesem Citta stattfinden, identifiziere. Wenn ich sage, das ist einer, der gehört mir. Ich bin so einer. Oder ich bin so einer, bin ich nicht. Ja, beides sind Formen von Identifikation. Ich, in buddhistischer Sprache, ich ergreife einen Aspekt meines Erlebens. Ja. Ich höre den Kuckuck und ich sitze da und denke Kuckuck. Und dann denke ich, mein Allgäuer Kuckuck. Die Allgäuer Kuckucke sind die schönsten und ich bin auch ein Allgäuer. Ja. Das ist eine Identifikation. Ja. Und der Kuckuck wird zum ist konstitutiv für meine nationale Identität hier, oder meine Lokalpatriotismus. Oder, ja. Ein ganz klares auditives Ereignis, dann wird das benannt, dann findet in der Benennung findet eine Art Besitzergreifung statt und dann wird dieser Kuckuck plötzlich zum Allgäuer Kuckuck und ich bin ein Allgäuer und dann sind wir beide zusammen wirklich Spitze. Spitze, danke. Und keine Kuckucks sind wirklich auch nur halbwegs so brauchbar wie die Allgäuer. Und das passiert etwas anderes. Ja? Der erste Teil, das Hören des Klanges, da ist das Citta offen. Nicht? Citta ist der Kreuzweg unserer Sinne, so heißt das so hübsch bei Rilke. Ja? Citta ist der Ort, wo die Dinge zusammenlaufen, aus meinen verschiedenen Sinneskanälen. Ja? Und in diesem Citta findet auch so etwas statt wie Sati. Jetzt stellt euch dieses Citta als eine Art Kontinuum vor. Man kann herzlich wenig über das sagen grundsätzlich, aber man kann wissen, wie es ihm jetzt geht. In der Sprache des Buddha, der Satipatthana Sutta, wird dieses Citta als von Ärger infiltriert beschrieben oder es wird gesammelt erlebt oder es kann verkrampft sein oder es kann expansiv sein. Ja? Es kann offen und weit sein. Citta kann verschiedene Charakteristika annehmen. Wenn wir gegenwärtig sind und die Inhalte unseres Erlebens, dessen, was unsere Sinne uns, die Sinnesfelder quasi als Einzugsgebiet bei uns registrieren, dann ist das Registrieren in Citta, findet statt. Die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit, das Gewahrsein ist auch in Citta. Das ist eine Qualität unseres Citta. Das Klima in diesem Citta ist ganz, ganz wesentlich. Jetzt, wir kommen da nicht durch mit einem Versuch, Besitzverhältnisse zu klären. Ich kann nicht sagen, mein Citta oder sein Citta oder das, was hier läuft, das hat eigentlich mit seinem Citta zu tun, das hat nicht mit meinem Citta zu tun. Ich bin eigentlich gar nicht verantwortlich, ja, für das, was hier läuft. Wir sind verantwortlich für was dort läuft. Wir sind nicht eins zu eins verantwortlich, indem wir an allem schuld sind, was hier passiert. Aber wir sind verantwortlich, was mit den Dingen passiert, die in uns wirken. Wir sind verantwortlich dafür, was rausgeht. Als Absicht, als Wort und Schrift, Text und als körperliche Handlung. Da sind wir sehr verantwortlich für. Deshalb ist die Schulung des Citta und jede versucht, dieses Citta tiefer zu verstehen, die Wirkungsweise dieses Cittas tiefer zu verstehen, bedarf der Stillung des Cittas. Weil so wie das Ding ist, ist es zu laut, zu verrückt, zu zerzauselt.
Es ist wie eine Entzündung. Ihr könnt nicht wirklich arbeiten mit einer Sache, wenn sie entzündet ist. Kein Zahnarzt will euch operieren, wenn ihr wirklich entzündet seid. Dieses Citta bedarf also der Stillung. Und das, was wir tun hier, sind praktische Schritte, dieses Citta zu stillen. Jetzt, diese Stillung ist zeitweilig. Die kann nicht wirklich dazu führen, dass wir frei sind. Das ist der Unterschied zwischen Geistessammlung und zwischen tatsächlicher Erkenntnis. Die Geistessammlung ist unverzichtbar für eine Erkenntnis, weil wir nur, wenn der Geist ruhiger wird, klarer verstehen, was passiert, klarer spüren, was passiert, Zusammenhänge klarer erkennen, die Natur der Dinge, wie sie ist, klarer erkennen. Aber damit dieser Geist diese Einsichten ermöglicht, braucht es mehr Ruhe, es braucht weniger Tempo, es braucht mehr Distanz, es braucht mehr Raum. Sammlung allerdings ist bedingt. Sammlung kommt unter Voraussetzungen zustande. Sammlung bedarf einer ganzen Reihe von Sachen. Es bedarf eurer Kenntnis, wie man da hinkommt, es bedarf der Übung, es bedarf der Zeit, es bedarf der Gesundheit, es bedarf des Talentes, es bedarf der Betreuung, es bedarf einer Situation, in der relativ wenige Ansprüche an euch gestellt werden. Geistessammlung ist eine heikle und kostbare Sache. Sobald diese Bedingungen wegfallen, dann werdet ihr die Sammlung mit großer Wahrscheinlichkeit wenigstens teilweise wieder einbüßen. Also Sammlung geht weg, wenn die Bedingungen weggehen, die die Sammlung ermöglicht haben. Und der Kick mit Weisheit, Erkenntnis, ist, dass Weisheit nicht weggeht. Versteht ihr? Am Ende des Tages, was ihr an Weisheitschips habt, die könnt ihr umtauschen. Ja? Die sind konvertibel, die kann man mitnehmen. Weisheit, wenn es wirklich Weisheit ist, ist nicht in der Weise bedingt wie Sammlung. Deshalb macht buddhistische Meditation zu buddhistischer Meditation, dass sie die Sammlung in den Dienst der Gewinnung von Weisheit stellt. Weil egal wie gut eure Sammlung ist, sobald ihr aus dem Retreat rauskommt und den normalen Komplexitäten eines durchschnittlichen Alltags gegenübersteht, wird eure außerordentliche Sammlung wahrscheinlich abnehmen. Es sei denn, ihr habt wirklich außerordentliche Qualität oder eine außerordentlich ruhiges Leben. dass ich als solches noch nicht begegnet bin. Ja, bitte, Matthias. Das Citta, ist es bei einem Kleinkind ausgeprägter als bei einem Erwachsenen? Nein, es ist weniger geübt. Ja. Es ist in gewissem Sinne, es ist nicht reiner. Ja. Es ist weniger geschult. Es ist nicht so, dass es bei einem Kleinkind quasi rein und klar und unschuldig ist und bei einem Erwachsenen nicht mehr. Citta ist eine komplexe Sache und muss sich selber ausbilden, ja, in der Übung seiner Sinnestätigkeit. In ganz kleinen Kindern findest du manchmal unglaubliche Emotionen. Ich weiß nicht, hast du mit kleinen Kindern zu tun gehabt? Du kannst irgendwie ein 2 Monate altes kleines Kind in Händen halten und das kann wirklich archaische Ragen haben, ja, die nicht aus der Psychologie dieses kleinen Wesens erklärbar scheinen, weil da ist irgendwie einfach nicht genug gelaufen, für das man mit gut und gut so wütend sein kann. Ja. Also Citta ist natürlich auch das Kontinuum, in dem sich das Zeug verkörpert, was wir mitbringen. Ja, du hast alle Anlagen da drin. Das ist eine komplexe Sache. Der Teil, der mich heute Abend interessiert, ist, dass wir, wenn wir Dinge erleben, Gedanken, Emotionen, Geräusche, Körperempfindungen, dann sind das alles, dann ist der Ort, an dem wir die erleben, unser Citta. Das ist eine Art prozesshafter Ort, ein Kontinuum, in dem dieses drin ist. Und unser Verhältnis zu diesen einzelnen Dingen bestimmt,
in welcher Weise dieses Citta sich verändert. Wenn ich mich auf Dinge stürze, gierig, oder wenn ich Dinge loswerden will, dann passieren andere Dinge, als wenn ich mich öffne und in einer nüchternen Weise mit diesen Dingen gegenwärtig bin. Ich habe also durch die Art und Weise meines Gebrauchs, meiner Sinne, meiner Achtsamkeit, habe ich eine Möglichkeit, wie dieses Citta sich entwickelt. Du könntest eine Metapher machen, das ist so wie ein Hirn. Das Hirn bildet sich um in der Art und Weise seines Gebrauchs. Ja? Wenn man dich terrorisiert, laufend, dann bilden sich bei dir andere neuronale Verbindungen aus, als wenn du eine sichere Mutter- und Vaterbindung hast und behütet aufwächst. Ja? Okay, darf ich schnell einfach aufmachen und fragen, ist das halbwegs verständlich? Citta als ein Ort, Citta als ein Kontinuum, Citta nicht als ein Ding, sondern als ein Prozess. Ein Prozess, den wir umbilden können durch die Art und Weise, wie wir Aufmerksamkeit lenken, wie wir Willen einsetzen, wie wir mit unseren Sinnen umgehen. Ja. Ist da denn auch die Persönlichkeitsstruktur mit drin? Dort ist die Wächst dort drin. Ja. Mein gegenwärtiger Stand der Erkenntnis ist, dass Persönlichkeitsstruktur ist etwas, was wir ausbilden, um das zu vermeiden, wovor wir am meisten Angst haben. Ja? Das, was mir am erfolgversprechendsten erscheint, die Situation, die mir schon sehr früh am meisten gefährlich scheint, nicht eintreten zu lassen. Und unser Citta bildet dann diese Strukturen aus, nicht? Und klar, mit 3 Monaten sind die weniger deutlich als mit 30 Jahren. Ja. Aber, das ist wichtig, die ganze Geschichte an diesem Citta ist dynamisch. Ja. Schon von Struktur zu reden, ist mir unbehaglich, wenn ich ehrlich bin. Ja, sagen wir jetzt Charakterstruktur oder sowas. Citta bleibt dynamisch, ja. Egal wie verfahren oder verhockt eine Neigung scheint. Das ist nicht wirklich eine Struktur, sondern vielmehr eine angetonte Strategie, ja. Die kann man ändern. Es ist nicht so, dass das ist nach 35 ist Hopfen und Malz verloren und das, so ist es einfach, ja. Jetzt müssen wir sehen, wie wir da durchkommen. Ich muss zusehen, dass ich die Umwelt überzeugen kann, dass ich normal bin. Das ist nicht die Idee, ja. Der Buddha geht davon aus, dass wir uns wandeln können, dass wir selbst im hohen Alter wandlungsfähig sind. Und das ist das Faszinierende an dieser Citta-Darlegung, weil der Buddha hat eine Ethik, ja, er hat einen quasi sehr deutlichen, praktikablen Weg dargelegt und es gibt keine Fixpunkte in unserem Erleben. Unser Erleben kann sich umbilden. Wir können Dinge mögen, die wir nicht gemocht haben. Ich mag heute Oliven sehr gerne und als ich 8 war, konnte ich Oliven nicht ausstehen. Meine kleine Nichte, ich hatte eine Theorie, dass Kinder einfach keine Oliven mögen und so. Es gibt da empirische Daten. Und dann bin ich meiner kleinen Nichte begegnet. Ja. Die ist jetzt 3-jährig und die vernichtet Oliven, wenn sie sie sieht. Ja. Gläserweise, ja. Wenn man die nicht stoppt, die, die putzt die einfach weg. Also meine Theorie stimmt nicht. Es gibt dramatische Wandel. Wenn ihr ein paar Stunden, ein paar Tage sitzt, dann werdet ihr merken, dass ihr durch viele eurer emotionalen Verfassungen hindurchgeht, ohne dass sich im Äußeren wirklich sehr viel ändert. Okay, mal gibt es Spinat, mal gibt es Kartoffeln und so, aber Morgenmeditation, paar Übungen, Frühstück, paar Übungen, sitzen, gehen, stehen, solche Sachen. Ihr merkt nach einer Weile, dass es gibt einfach Wellen von Emotionalität, Wellen von Verfassungen, die normalerweise wir an äußeren Ereignissen festmachen. Wir erklären sie dadurch, dass Dinge da draußen irgendwie passieren. Und wenn wir aufhören, uns nach einem da draußen zu orientieren für eine Weile, wie das aber im Retreat geschieht, dann merken wir, dass diese Dinge von innen kommen. Dass wir oft einfach, die Amplituden werden ein bisschen länger,
Da draußen bin ich gestresst über die Dinge, die gestern passiert sind. Hier sitze ich und bin über die Dinge betroffen, die vor 30 Jahren passiert sind. Ja, es herrscht hier eine Innenwelt und diese Innenwelt, die wird oft in unserem Alltagsleben ausgeblendet. Dabei ist diese Innenwelt der Ort, der im Wesentlichen darüber entscheidet, wie glücklich ich sein kann, wie frei ich sein kann, wie zufrieden ich sein kann, wie anpassungsfähig ich sein kann. Und das ist, was buddhistische Meditation so gewaltig macht, selbst in einer reduzierten Form, wie sie heute von verschiedenen Verhaltenstherapien aufgegriffen wurde. Ja, selbst in ganz vereinfachten Formen hat dieses Geistestraining immer noch gewaltige Wirkungen. Ja. Ich möchte, wenn ihr meditiert, wenn ihr denkt über euer Verhältnis zu den Inhalten eurer Erfahrung nach. Ja. Es liegt mir so viel Wert dran, dass wir, während wir sitzen, uns nicht einfach in neuer Weise konditionieren. Ja. Moralisch konditionieren oder aufmerksamkeitsmäßig konditionieren. Es ist viel wichtiger zu verstehen, was wir schon tun, wie wir das Klima konstellieren in unserem Innern, wie wir Beziehung schaffen zu den Inhalten unseres Erlebens. Und wenn ihr wenig Input kriegt, dann verlangsamt sich dieser innere Prozess und es wird möglich, klarere Einsicht zu nehmen in Muster, die immer wieder auftauchen, in Lücken, die ihr im normalen Leben einfach nicht sieht, weil ihr nicht genug Platz habt, nicht genug Atem habt, eine Öffnung als Öffnung zu erkennen. Ja? Wenn die Sachen schnell genug fahren, dann gibt es keine Zwischenräume mehr. Ja? Und in diesen Öffnungen tut sich plötzlich etwas auf. Es zeigt sich irgendwie, was die Engländer the mind ground nennen, ja? Der Hintergrund des Geistes. Irgendwie so wie eine Tapetentür geht auf, wo wir plötzlich merken, mein Gott, diese Dinge kommen und gehen, ich bin ja gar nicht diese Dinge. Die haben zwar was mit mir zu tun und ich kann mich zu denen in Beziehung setzen, aber da ist ja viel Platz. Ja, ich muss ja das alles gar nicht sein. Ich kann das ja loslassen. Ich kann es schnappen und halten oder ich kann es schnappen und sagen, okay. Oder ich kann es überhaupt lassen und sehen, wie Dinge kommen und gehen. Der Buddha sagt, dass es eine ganze Reihe von Faktoren gibt, die helfen, dass dieser Geist still wird und die ein Erwachen hervorbringen. Er nennt diese Dinge Erleuchtungsfaktoren oder Erwachensglieder Bojangas und darin ist das erste, was er nennt, Geistesgegenwart, Sati. Ja? Das zweite, darüber habt ihr genug gehört von mir, das zweite ist die Ergründung von Geistesverfassung, die Ergründung von Dhammas. Das kann ein Dhamma, das kann alles sein. Vor allem, wenn es klein und mit einem langen A geschrieben wird, dann heißt es, alle Gegenstände inklusive Nibbana kann ein Dhamma sein. Das heißt so ungefähr so viel wie Phänomene. Jetzt ergründen. Ein interessanter Punkt. Das ist einer der großen Beiträge von frühem Buddhismus, ist den Stellenwert der Ergründung. Der Buddha sagt, müsst ihr euch mal vorstellen, 5. Jahrhundert vor der Zeitwende sagt er, zwei Anlässe zu rechter Anschauung. Ein Anlass ist, was ihr lernen könnt von anderen, und der zweite ist, dass ihr euch in angemessener Weise eurer eigenen Erfahrung, eurem eigenen Erleben zuwendet. Ja. In einer solchen Ergründung, das Wort dafür ist Yoniso Manasikara, vielleicht ein andermal mehr darüber, in diesem profunden eine Sache auf den Grund gehen, liegt der Schlüssel zu Glück, zu Erkenntnis, zu Freiheit. Das ist eine gewaltige Ermächtigung. Nicht indem ihr den richtigen Göttern huldigt oder indem ihr die richtigen Techniken macht oder indem ihr einfach ertragt, was dieses Leben euch bringt und darauf baut, dass das nächste ein besseres wird oder dass wenn ihr das lang genug und bitter genug schluckt, dann kommt ihr ins Paradies. Nein, sondern indem ihr eure eigene Erfahrung in angemessener Weise untersucht. Diese Untersuchung wird euch
den Schlüssel zu dem, was Glück bringt, was Freiheit bringt und was Erwachen bringt, wahre Erkenntnis. Diese Haltung des Ergründens wird euch dazu führen. Das finde ich eine gewaltige Ermutigung. Der zweite dieser Faktoren, also Dhammavijaya, das Ergründen hier in einer anderen Ausprägung, das Untersuchen oder das Erforschen von Geistesinhalten und Geistesverfassungen. Ich habe am zweiten Abend über Sati gesprochen und dort gesagt, dass ein Aspekt von Sati ist immer ein etwas Erforschendes, das ist immer eine Kante zu Neugier, zu erforschen, immer etwas, das quasi die Grenze des Gewussten und Erkannten abtastet und sich öffnet für etwas, was noch nicht erkannt, noch nicht verstanden, noch nicht ergründet, benannt ist. Ja. Dhammavijaya ist eine quasi fokussiertere Form dieser Haltung. Die dritte große Qualität ist Virya, Tat und Willenskraft. Das ist Energie. Ja. Virya ist eine sowohl mentale als auch energetische Kraft, die dazu führt, dass sich überhaupt etwas bewegt. Der Buddha hat immer wieder von dieser Energie gesprochen. Das ist die Energie, mit der wir Dinge in Gang setzen, mit der wir Dinge konfrontieren, mit der wir an etwas dranbleiben. All diese Dinge kosten Kraft, kosten Energie, kosten Motivation, kosten Willen. Wenn wir das nicht haben, dann gewinnen einfach unsere Neigungen und Gewohnheiten. Virya alleine ist oft herzlich muskulär und unbeholfen und tapsig, aber ohne Virya geht nichts. Ohne Virya bleiben wir einfach in der Hängematte und lassen den Himmel blau sein und hoffen, dass es gut ausgeht mit uns. Virya, egal wie irregeleitet energetisches Handeln sein mag gelegentlich, wenn ihr schaut, Menschen haben Erfolg und leisten Großes, wenn sie viel Energie an den Tag legen. Schwäche wird nicht belohnt, nirgendwo, weder in der Wirtschaft, noch in Beziehungen, noch in Meditation. Es muss klar sein, dass wenn ich wachsen möchte, wenn ich in mir die Möglichkeit zu Glück und Freiheit und Erkenntnis spüre, dann muss ich bereit sein, etwas zu tun dafür. Ich muss bereit sein, etwas zu riskieren dafür. Ich muss bereit sein, zu arbeiten. Ich muss bereit sein, mich ins Zeug zu legen. Virya, das kommt, das alte Wort Vir ist ursprünglich der Held. Ja, das ist die schöne, maskuline Tugend von einem beherzten, mutigen, zupackenden, einer männlichen Kraft. Ja, dass man zu einer Zeit, dass man das noch so sagen durfte. Heute geht es ja nicht mehr. Wenigstens sagen wir erlaubt, wenigstens auf den archetypischen Aspekt dieser Qualität zu verweisen. Wovon ich hoffe, dass auch klar ist, dass der nicht nur real existierenden Männern zufällt. Oft genug sind diese ja leider nicht Beispiele solchen Handeln. Und natürlich ist der als archetypische Kraft auch weiblichen Wesen zugänglich. Also diese Kraft, sowohl Willens als auch körperlich, energetisch, ist für den Buddha eine Qualität, die das Erwachen befördert. Der nächste Punkt ist interessant. Das ist eine Qualität, die nennt sich in der Sprache des Pali Bhiti und auf Deutsch gibt es da ein paar Möglichkeiten. Eine, die ich oft brauche, ist so etwas wie Entzücken oder Verzückung. Eine moderatere Form, Piti kommt in verschiedenen Abstufungen und seine bescheidenste Form ist vielleicht so etwas wie eine Art Interesse und Eifer. Der Abhidhamma insistiert, dass diese Qualität in allen Situationen, auch Alltagssituationen, möglich ist. Ich glaube, die bescheidenste Form davon ist, wenn wir etwas tun, mit Energie, wenn wir involviert sind in unser Tun, wenn wir gerne und mit Eifer das tun, was wir gerade tun. In meditativer Erfahrung kann das eine ganze Abstufung von Intensitäten haben. Das kann sein, von dass ihr merkt, dass eure Muskeln aufgehen oder dass das Sitzen plötzlich leichter wird, dass euer Rückgrat sich leichter anfühlt. Es kann sein, dass ihr so ein Kribbeln spürt, dass Energie aufsteigt oder einfach, dass ihr so ein Gefühl habt von
Buoyancy, was ist das auf Deutsch, so eine Art gefüllt sein, etwas Pulsierendes, das ihr Auftrieb habt. Ja, das kann ganz einfach oder diskret sein, das kann dramatische Ausmaße annehmen, dass ihr kaum mehr auf der Matte sitzen könnt oder dass ihr Angst habt, es geht euch der Deckel ab. Oder Piti kann sehr stark sein, es kann auch ans Unangenehme grenzen, es hat sehr viel Energie und es kann sein, dass diese Energie unruhig ist. Die meisten Menschen, die ich kenne, erleben das als eher angenehm, weil es gibt ihnen das Gefühl, ah, es passiert was. Es ist leicht, das zu tun, was ich tun, weil ich involviert, weil ich engagiert. Diese Qualität ist meistens ein Indiz, dass sich euer Geist zusammen beginnt. Die nächste Qualität, von der Buddha spricht, ist eine weitere Vorstufe von Sammlung. Er nennt es Passavi. Das ist eine Art Gestilltheit. Das ist, wenn so eine Art, plötzlich spürt ihr so etwas wie die Kraft des Teiches, ja. Ihr merkt so, das ist eine Wasserqualität. Es ist etwas, das ist ruhig und in seiner Ruhe spürt ihr die Tiefe. Ja? Es ist noch nicht die wirkliche Transparenz einer Sammlung, aber ihr spürt etwas, ihr ahnt etwas von der Tiefe, die unter dieser oberflächlichen Gestilltheit steht, die sich auftut dort. Sehr angenehm. Und ihr merkt, plötzlich kriegt ihr mehr Platz, ja? Da ist noch Denken, da sind noch Empfindungen, da sind Geräusche, ihr hört den Nachbarn mit seiner Hose knistern oder so. Das ist alles noch da. Aber es ist irgendwie wie, ihr habt mehr Zeit, ihr habt mehr Platz, es ist mehr Kraft, das auf euch zukommen, zu sehen, wie es auf euch zukommt und an euch vorbeigehen zu lassen. Es ist so, als ob ihr getragen werdet. Die nächste Phase ist Sammlung, Geistessammlung, das ist, wenn sich das stabilisiert. Ja. Einer der wirklichen Aspekte ist nicht Power in Sammlung, sondern es ist Stabilität. Sammlung ist eine faszinierende Kraft in uns. Wir alle sehnen uns danach. Weil in dieser Sammlung erleben wir uns ganz. Wir erleben Fülle, wir erleben Ganzheit. Menschen machen das auf verschiedene Weise. Eine Möglichkeit ist Bungee-Jumping, weil wenn ihr euer System terrorisiert, werdet ihr nicht an eure unbezahlten Rechnungen denken, weil einfach und diese Art von Sammlung, die sich einstellt, wenn ihr Dinge tut, die euer Leben gefährden oder die euer System terrorisieren oder die euch Lust bereiten, ist ein Gefühl von an einem Stück sein. Ja? Deshalb lieben wir Lust oder deshalb lieben wir uns hineinzugeben in eine Situation. Ja? Egal was das für Situationen sind, in denen wir uns aufgehen spüren, ja, wo unser Klee wächst, aber dieses Hineingeben, dieses Spüren, dass es möglich ist, ja, und Spüren, dass ich ausgerichtet, dass ich klar bin, dass ich an einem Stück bin, dass ich nicht dauernd aus tausend kleinen Häppchen irgendwie eine Welt schaffen muss, sondern dass es ein Guss ist, in dem ich lebe. Ja, das ist eine große, große Sehnsucht. Und ihr könnt alle Gefahrensportarten damit erklären. Problemlos. Meditierer wollen eigentlich auch das. Nur gehen sie quasi in die andere Richtung, während die Versuche, unsere Ekstasen zu steigern durch Sinnesbetätigung oder durch Gefahr oder durch Außerordentlichkeit, suchen Meditierer eigentlich genau dasselbe, dieselbe Sammlung, aber sie gehen den anderen Weg, statt dass sie das Volumen aufdrehen, ja, damit das Kleinzeug endlich rausfliegt und wir uns nur noch am röhrenden Leben fühlen, drehen Meditierer das Volumen zurück und sagen, okay, ich statt dass ich die Intensität suche und hoffe, dass mir die Intensität, die Innigkeit und die Fülle und das Ganze erschließen, fahre ich zurück und gewähre meine Aufmerksamkeit bedingungslos an alles, was da ist. Ja. Und indem ich das tue, beginnt sich plötzlich meine graue Welt zu konturieren. Ich merke, dass Dinge, die vorher langweilig waren, sind plötzlich faszinierend. Ich merke, dass ich in mir Räume finde, in denen ich plötzlich größere Teile meiner selbst an Bord kommen spüre.
Oder wo ich merke, wow, meine kleine graue Nummer, die kann das? Das ist ja verblüffend. Ja, hätte ich mir nicht zugetraut. Plötzlich merke ich, wie sich etwas öffnet, wie Räume aufgehen, wie eine Weite, eine Erhabenheit uns anspricht. Das ist das, was unter anderem Sammlung mitbringt. Ja. Es ist ein erweiterter Bewusstseinszustand, ganz klar. Diese Sammlung hat verschiedene Wirkungen. Ganz kurz, die eine Wirkung ist, dass sie den Geist stillt. Das ist eine sehr heilende Qualität. Das macht sie wichtig für uns, als, was Selbstfürsorge und Selbstheilung angeht. Ein anderer Aspekt von Sammlung ist, dass er unser sinnliches Erleben in Perspektive bringt. Den Genuss, den ich aus sinnlichem Erleben ziehen kann, diesen Genuss suche ich normalerweise, um glücklich zu werden. Ich suche ihn umso mehr, als ich keinen Kontrast habe für sinnliches Erleben. Sobald ich verstehe, meinen Geist sich sammeln zu lassen und dieser Geist die Beglückung von Sammlung erfährt, kriegt meine Sinnenfreude eine Perspektive. Ich kriege plötzlich mit, dass es Formen des Glücks gibt, Formen der großen inneren Kraft und großen Erfüllung, die nicht mit dem Kühlschrank oder mit sportlicher oder sexueller oder sonst wie Betätigung zu tun hat. Also Sammlung als zweite große Qualität neben Selbstheilung und Kraft ist, dass es einen Kontrast bietet, einen ersten reellen Kontrast auf die Sinnenwelt. Solange ich diesen Kontrast nicht habe, dann werde ich versuchen, so glücklich zu sein, wie ich das kenne. Versteht ihr? Das ist der Geist, das Chitta will glücklich sein. Selbst die verbocktesten Leute wollen glücklich sein. Auf ihre verbockten Weisen. Und der Buddha sagt, das ist normal. Und ihr werdet so glücklich sein wollen, wie ihr das kennt. Und solange ihr nur Sinnenglück kennt, dann werdet ihr Glück eben dort suchen und werdet traurig sein, wenn es aufhört. Oder wenn euch die Zähne ausfallen. Oder wenn es vorbeigeht, bevor ihr wolltet, dass es vorbeigeht. Oder wenn euch langweilig wird dabei und euch nichts mehr einfällt. Samadhi, also als, das ist die yogische Tradition, hat das tief verstanden, dass unter der Oberfläche eines bewegten Geistes eine große Tiefe schlummert. Und wenn wir in diese Tiefe vorstoßen, dann ist dieser Geist heil. Er ist zeitweilig wenigstens ganz. Er ist intakt. Er kriegt etwas von seinem Glanz zurück. Und das in sich zu spüren und sich erschließen zu können, ist sehr, sehr hilfreich. Das macht uns ruhiger. Selbst wenn wir nicht Sammlung haben, zu wissen, dass das geht, macht uns ruhiger. Macht uns weniger abhängig. Macht uns weniger suchtgefährdet. Macht uns weniger bettelnd. Was Buddhisten besonders wichtig finden, ist der Aspekt von Sammlung, der überhaupt erst eine tiefere Erkenntnis ermöglicht. Das ist die Rolle, die den Gebrauch von Sammlungen der buddhistischen Psychologie auszeichnet, nämlich dass sie, als dass die Sammlung den Geist in eine Verfassung bringt, in dem die Dinge darliegen wie nach einem Föhntag, ja, wenn die Staub, habt ihr Föhn hier im Allgäu? Ja. Staubpartikel sind weg, ja, die Sicht ist besser, die Berge scheinen wie vergrößert. Ja. Das ist, was Sammlung tut. Das ist, wenn sich die Hindernisse niederlegen, ja, das ist die Voraussetzung für das Sammlung wirklich sich zu stabilisieren beginnen, dann treten Dinge deutlicher zutage. Es ist nicht so, dass wir plötzlich Antworten auf alle unsere Fragen haben, aber es ist, wir kriegen bessere Fragen. Ja. Es ist so, dass wir Dinge verstehen, weil sie uns klarer vor Augen liegen, sie uns klarer zugänglich sind. Und diese größere Erkenntnisfähigkeit ist direkte Sammlung zuzuschreiben, weil der Geist in größerer Ruhe, größerer Stille klarer wahrnimmt, klarer erlebt, klarer Kausalzusammenhänge schaut. Ja, das ist nicht etwas, was wir denken müssen, sondern das ist vielmehr eine direkte schauende, ja, wenn man das mittelalterliche Wort dafür brauchen darf, Erfahrung. Und das ist, was der Buddha als Voraussetzung für tatsächlich befreiende Weisheit erachtet. Er schätzt Gelehrsamkeit, er schätzt Wissen, er ist ein Verfechter von
dass Information wichtig ist. Aber er macht keinen Hehl daraus, dass weder Wissen noch Gelehrsamkeit noch Information uns wirklich frei machen können. Das Einzige, was dieses Herz befreit, ist eine intuitive, schauende Erkenntnis. Und diese braucht meditative Schulung, sie braucht meditative Stille und sie braucht eine meditative Haltung. Das ist ganz, ganz klar. Okay. Diese 7 Qualitäten sind leider nicht kochbuchartig anzuwenden. Ich habe verschiedenes Mal versucht durchzuspielen, ob man sie quasi als Gegenspieler der Hindernisse brauchen könnte oder ob man sie in eine Sequenz kriegen könnte, so, also richtige Sati, dann richtiges Ergründen, dann richtige Energie und dann Piti, Passati, Samadhi, Upeka, den habe ich noch vergessen. Das mündet dann in Gelassenheit. Aber es geht nicht wirklich, ja, weil ein paar dieser Erleuchtungsfaktoren sind Dinge, die wir tun. Ergründen ist tun. Sati ist etwas, was wir ausrichten. Virya ist etwas, was wir tun. Piti, das kann man nicht wirklich tun, versteht ihr? Es ist nicht eine To-Do-List, diese Erwachungsfaktor. Samadhi, da kann man sich drum bemühen, aber wir können das auch nicht wirklich tun. Upeka ist auch eher eine Frucht als eine Aktivität. Ja. Also, es scheint, dass diese Erwachungsfaktoren nicht wirklich einfach quasi Aufforderungscharakter haben, sondern es scheint, dass der Geist eher zu erwachen neigt, wenn er mit diesen 7 Qualitäten eine innigere Verbindung hat. Und einige davon sind Dinge, die wir direkt tun können. Ich denke, erforschen können wir direkt tun. Uns ins Zeug legen können wir direkt tun. Sati können wir in einem bestimmten Grade schulen, bündeln, richten, öffnen, kalibrieren. Die anderen Faktoren scheinen mir eher resultierend als Dinge, die wir tun können. Dennoch, ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir so etwas wie ein Thermometer machen. Wenn wir uns da sitzen und meditieren, wir nehmen uns quasi die Temperatur. Wir nehmen uns die Temperatur, was die Meditationshindernisse angeht. Wie viel Sinnesbegehren läuft gerade? Wie viel Ärger und Abneigung läuft gerade? Wie dösig und schläfrig bin ich gerade? Ja. Wie viele Striche Fieber habe ich auf der Rastlosigkeitsskala? Das sind, glaube ich, interessante Fragen, die uns einfach verorten helfen, wie es diesem Chitta geht, was gerade da ist, wo wir vielleicht Gegensteuer geben können. Dasselbe können wir mit den Erleuchtungsfaktoren machen. Wir können so einen Lackmustest machen, einen Streifen reinhalten und schauen, ja, wie gelb oder wie grün wird es auf der Ebene von Sati. Wie viel Sati läuft gerade? Bedenklich. Erforschung von Dhamma sieht nicht gut aus. Virya, wuff, Negativskala. Ja. Piti, definitiv nicht, keine Gefahr. Samadhi, nee, können wir auch nicht, das ist nicht Samadhi, ich glaube nicht, wirklich nicht. Nein, wahrscheinlich nicht, mit sicher nicht, wenn es so unsicher ist. Ja. Definitiv nicht Samadhi. Upeka, ja, das wäre nett, wäre wirklich nett. Ja. Das lässt sich machen. Ja. Wir können uns quasi orientieren, einfach mal so eintauchen und schauen, wie viel von diesen Dingen ist da. Dass wir nicht, manchmal sitzen wir in einem Gewusel, ja. Wir können erstaunlich desorientiert sein. Selbst gute Meditierer beklagen sich immer wieder darüber, dass sie immer mal wieder einfach in einer diffusen Wolke sind, wo ihnen alle Apparaturen nichts mehr melden. Ja. Es ist irgendwie friedlich, es ist nicht schläfrig, aber es ist auch nicht gesammelt. Ist das eine Emotion oder sind das Gedanken oder bin ich einfach gelangweilt? Oder, ja, wo wir nicht wissen. Und diese Fragen nach Hindernissen und nach Bojangas, also nach Erwachensgliedern, können helfen. Sag, oh, ja, das fühlt sich irgendwie an wie Zweifel. Ich glaube, das ist Zweifel. Ja. Das könnte Zweifel sein. Und schon allein die Benennung hilft. Es ist so, als ob wir zwar in unfröhlichem Gelände sind, aber mein Gott, wir haben wieder eine Topografie, wir kriegen wieder Fußkontakt, wir wissen wieder, ah, ja, da war doch was. Körper, Atmung. Also, gebraucht diese kleinen Orientierungen für zur Verortung dieses Chittas. Das Chitta
Es ist eine faszinierende Erfahrung, wenn es von starken Dingen übermannt wird oder überflutet, dann fühlt es sich an, als ob es nur das gäbe. Eine Sache, die der Buddha ermutigt, ist, er listet diese Erwachungsfaktoren auch und sagt, wenn ihr schläfrig seid, dann ist das nicht der Moment, wo ihr versucht, mehr Samadhi zu gewinnen, dann ist das nicht der Moment, wo ihr versucht, Gleichmut zu schulen, das ist der Moment, wo ihr versucht, zu ergründen, das ist der Moment, wo ihr Energie aufbringt. Wenn ihr unruhig seid und es euch an Stille mangelt, dann ist das nicht der Moment, wo ihr versucht zu ergründen, dann ist das nicht der Moment, wo ihr versucht, mehr Energie reinzupumpen, sondern das ist der Moment, wo ihr versucht, diesen Geist zu stillen, wo ihr versucht, diesen Geist zu besänftigen, wo ihr versucht, kontinuierliche Sati aufrechtzuerhalten. Und dann sagt er noch etwas Interessantes über Sati in diesem Zusammenhang. Er sagt, Sati kann man unter allen Umständen anwenden. Ja, das kann man gefahrlos unter allen Umständen, kann abgegeben werden, gefahrlos und unter allen Umständen. Keine bekannten Nebenwirkungen. Gut. Okay, lasst mich absetzen. Bitte, Elvira. Ist das dieses Chitta, das Befreiung erreicht oder erlangen kann? Und ist es dieses Chitta, das, wenn es die Befreiung nicht erlangt, im Kreislauf? Ja zum Ersten. Bedingtes Ja zum Nein zum Zweiten. Das Chitta ist das, was Befreiung erlangt. Ja? Die wiederkehrende stereotype Formulierung für, wenn jemand frei wird, also wenn er Heiligkeit oder sie Heiligkeit erfährt, ist, dass das Chitta frei wird von allen Beeinflussungen. Dass sich alle Beeinflussungen von Chitta lösen und abfallen von ihm. Wenn du mir in den Mund legst, dass das Chitta das ist, was weiter wandert, dann haben wir wieder eine Art Seele, ja. Dann heißt sie einfach Chitta jetzt. Und das ist nicht, was der Buddha gelehrt hat. Die Kräfte, die in diesem Chitta dominant sind, sind die Kräfte, die Wiederverkörperung suchen. Das Beide ist das schon. Das Chitta hat ist unterkellert, ja. Und hat dort eine latente Schicht. Und diese latente Schicht, die Psychologie nennt sie Anusaya, sind Dinge, die wir nicht spüren. Wir wissen sie nicht. Aber unter dem Einfluss von äußeren Einwirkungen tauchen sie auf, aus ihrer Latenz in eine Aktualität. Du kannst sagen, dass die Kräfte, die im Chitta vorherrschen, sei es durch Dominanz, durch Gewöhnung, durch Pflege, durch Intensität, durch Bekräftigung. Diese Kräfte sind die Kräfte, die den Ort und die Umstände bestimmen, unter denen sich meine karmische Energie verkörpert wieder. Aber du kannst nicht sagen, dass das Chitta selber rübergeht. Die klassische Antwort auf deine Frage ist, glaube ich, von Jogyang Trumpa gegeben worden, auf die Frage, was denn wiedergeboren wäre. Dann hat er gelächelt und gesagt, deine Neurosen. Das ist nicht die ganze Wahrheit, auch deine Tugenden gehen nicht. Es ist irgendwie eine schreckliche Eleganz in dieser Antwort. Gut. Bitte? In diesem Moment oder Zustand der Sammlung, ist es denn auch nur das, wo man so alles sammelt, um über sich hinauszuwachsen? Ja, ich bin sicher, dass du Sammlungszustände kennst. Aber vielleicht Sammlung findet in gewissem Maße in jedem Augenblick statt, sonst kriegst du nichts gebacken. Ein gewisses Maß an Sammlung ist in jeder fokussierten Tätigkeit bereits da. Das ist also nicht etwas gänzlich Neues. Das Spektakuläre bei Sammlung, im Gegensatz zu Sati, das spektakulär wird durch seine Kontinuität, ist das Spektakuläre bei Sammlung seine Tiefe und seine Stabilität. Daraus erwächst dann auch eine zunehmende Dauer, aber das Spektakuläre daran ist, das ist eine Dimension, die auftut, die du zwar im Alltag vielleicht ahnst, ja, größter Innigkeit mit etwas verbunden sein, aber die dich in eine völlig andere Perspektive bringt. Ja.
Entsammlung wirklich tief ist, dann hast du nicht mehr das Gefühl, dass du irgendwie von draußen reinguckst oder dass du quasi von außen an Dinge herangehst, sondern du bist von diesen Dingen nicht mehr getrennt. Und ändert auch seinen Geschmack nach Intensität und Tiefe. Aber geh davon aus, dass du das schon irgendwo kennst. Ja. Nicht in seiner, vielleicht, ich weiß, wir haben nicht über Meditation groß gesprochen, aber vielleicht nicht in seiner ekstatischen Form. Aber es ist nicht etwas, was dir gänzlich fremd ist. Darf ich aufhören für heute? Gut.